Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute zu diesem Buch hier, nämlich Traumfänger von Petra Röder. Erschienen im Drachenmond Verlag, hat um die 230 Seiten, 231 oder sowas waren es, glaube ich. Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um Kylie und ihre kleine Schwester hatte einen Unfall und liegt seitdem im Koma. Und eines Nachts im Traum hört Kylie ihre Schwester um Hilfe rufen, geht diesen Schreien nach und so landet sie in einem Wald. Und dieser Wald ist der sogenannte Traumwald, wo eben das Bewusstsein der Menschen, die im Koma liegen, gefangen ist. Und sie können den Wald nur auf zwei Arten verlassen. Entweder wachen sie in der realen Welt auf oder sie finden den Ausgang aus diesem Wald, der aber nicht so einfach zu finden und nicht so einfach zu erreichen ist. Und dann trifft Kylie in diesem Wald auf Matt, der ebenfalls im Koma liegt und eben deshalb in diesem Wald gefangen ist und das schon seit 5 Monaten. Matt ist Arzt und Schlafforscher und hat diesen Wald schon entdeckt im Rahmen seiner Forschungsarbeiten und hatte mit seinem Bruder zusammen geforscht, eben an dem Koma und an diesem Traumwald und so weiter. Und irgendwas ist schief gelaufen bei seinem letzten Experiment oder Selbstversuch. Er ist aus irgendwelchen Gründen einfach nicht wieder aufgewacht. Und er weiß eben nicht, warum nicht und was passiert ist. Und ja, die beiden versuchen dann eben zum einen Kylies Schwester zu finden und zum anderen versucht sie in der realen Welt rauszufinden, was mit Matt passiert ist, wieso er in diesem Wald gefangen ist. Und dann gibt es noch so eine mysteriöse Person, die in diesem Wald ihr Unwesen treibt, weil dieser Wald ist ein sehr finsterer und gefährlicher Ort, aber das war nicht immer so. Der ist quasi böse geworden durch den Einfluss dieser einen bestimmten Person. Da gibt es die sogenannten Seelenfresser, die eben unschuldige Seelen sammeln und von denen sich dieser bösartige Herrscher dann ernährt. Ja, meine Meinung zu diesem Buch. Wie das im Lesemonat schon anklang, fand ich das leider gar nicht gut. Und das passiert mir nicht so oft, dass ich ein Buch beende und dann hinterher sage, das war wirklich schlecht. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann finde ich meistens was, wo ich sage, okay, es hat seine Schwächen. Und bei diesem Buch ist es so, ich finde vereinzelt Sachen, die nicht völlig daneben gegangen sind. Und es tut mir wirklich leid, weil mir die Idee richtig gut gefallen hat, eben dass die Koma-Patienten in diesem Wald quasi sind und so weiter und so fort. Das hat mir alles richtig gut gefallen, von der Idee her, von der Umsetzung her. Leider gar nicht. Und es tut mir sehr leid, auch für die Autoren, weil ich schon glaube, dass ihr diese Geschichte natürlich was, also jedem Autor bedeutet seine Geschichte ja viel. Und für mich hat sich das Ganze nicht wie ein Verlagsbuch gelesen, sondern vom Niveau oder vom Reifegrad her wie eine Fanfiction, wobei es auch sehr gute Fanfictions gibt. Aber also es ist halt wie so ein Romanuskript, was nur so grob behauen ist, aber nicht so richtig vorzeigbar. Was mich zum einen gestört hat, ist schon von vornherein die Liebesgeschichte zwischen Kylie und Matt, weil das ist der absolut furchtbarste Fall von Insta-Love, den ich je gesehen habe. Die sind quasi nach einem Tag oder nach wo sie sich den zweiten Abend treffen, ist für Kylie ja schon klar, dass er die Liebe ihres Lebens ist und dass sie sich ja so in ihn verliebt hat. Und dann irgendwie noch einen Tag später fällt irgendwie dieser Satz, ich habe erkannt, dass er der Mann ist, mit dem ich mein Leben verbringen will, nach 48 Stunden. Und ich habe da so die Krise gekriegt und vor allem, weil sie halt so unreif wirkt. Und Matt ist ja, der muss ja schon so Mitte 30 sein. Ich habe vergessen, was genau im Buch gesagt wird, wie alt er ist, aber er muss ein ganzes Stück älter sein als sie eigentlich. Beide benehmen sich aber nicht so, sondern die benehmen sich beide wie Teenager. Dann auch dieses unfassbare, ja, ich sehe das ein, dass also die Autorin versucht hat, halt auch immer noch ein paar Geheimnisse zu bewahren und dann so im Lauf der Geschichte zu enthüllen. Das ist auch gut gemeint. Aber es läuft halt irgendwie darauf hinaus, dass Matt alles Mögliche vor Kylie geheim hält und ihr das nicht sagt. Wobei man sich dann an der Stelle, wo es rauskommt, einfach nur an den Kopf fassen will und denkt, warum sagst du ihr das nicht?
weil es eigentlich gar keinen Grund gibt, das geheim zu halten. Das ist eigentlich total dumm und total gefährlich vielleicht auch. Und das hat mich dann aufgeregt. Dann häufig gibt es immer wieder so Dialoge, wo einem von denen irgendwas auffällt oder irgendwas einfällt oder jemand irgendwas kombiniert hat. Und du weißt auch als Leser sofort, worauf diese Andeutung sich bezieht und was gemeint ist. Nur alle umstehenden Charaktere sind so doof, dass sie es nicht merken. Und dann gibt es halt immer diese wahnsinnig gestellten, aufgeregten Diskussionen, wo dann eben einer anfängt, zum Beispiel eine Frage zu stellen, ja, und hattest du nicht gesagt das und das, wo man als Leser sofort weiß, okay, das ist jetzt wichtig für das Problem, was die gerade haben. Sie hat gerade eine Lösung gefunden, dass sie das darauf anwenden können. Im Buch ist es dann aber so, dass der andere dann so den völlig hysterischen Abdreher kriegt und, oh mein Gott, sag mir doch, was du meinst. Was meinst du denn? Und das ist so wahnsinnig gestellt und das hat jedes Mal so wehgetan beim Lesen und wirkt auch einfach so plump und das war ganz, ganz schrecklich und ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade, ich muss mich kurz wieder sammeln. Ja, was mir dann gut gefallen hat, ist zum Beispiel verschiedene Fantasiewesen, die in diesem Wald vorkommen. Zum Beispiel gibt es da diese Feuerwölfe, die fand ich wirklich schön, die haben mir sehr gefallen. Ich mag ja Tiere sowieso, aber auch Kylie, wie sie denen begegnet, wie sie mit denen kommuniziert, das hat mir wirklich gut gefallen. Was mir schon wieder weniger gut gefallen hat, ist, dass von allen Menschen, die jemals in dieser Welt gelandet sind, und es müssen einige sein, weil weltweit liegen viele Menschen im Koma, Kylie die einzige ist, die es irgendwie schafft, sich von diesen Wölfen nicht fressen zu lassen, oder die einzige, die es schafft, zu denen irgendwie einen Draht zu kriegen. Das hat dann wieder dieses von Auserwähltem und sowas mag ich nicht, das will ich aber an sich nicht kritisieren, weil das hat in der Handlung tatsächlich gut funktioniert, diese Geschichte mit den Wölfen. Hat mir auch gut gefallen, ich habe es auch gerne gelesen, also folglich wäre es Quatsch, das zu kritisieren, wenn es eins der wenigen Dinge war, die ich gut fand. Ich weiß auch, dass andere Leute diesen auserwählten Krimskrams total gerne lesen. Ja, dann auch der Zwerg Needle, ich will gar nicht mal sagen, also er steht am ersten auf seiner eigenen Seite, der schließt gegen Gefälligkeiten Handel ab und lässt sich bezahlen mit schönen Erinnerungen quasi, die der Mensch dann verliert für den Gefallen, den Needle ihm tut. Das fand ich auch eine schöne Idee, der auch den Zwerg selber fand ich als Charakter gut, dass er halt erstmal nicht sympathisch ist, aber auch nicht unsympathisch, der steht halt auf seiner eigenen Seite. Macht dann aber auch später durchaus eine gewisse, ja, man lernt ihn besser kennen, macht dann auch so eine gewisse Entwicklung durch, wie, soweit es auf den paar Seiten halt möglich ist. Und dann gibt es auch noch so eine Waldfee, auch die fand ich als Charakter sehr schön. Also diese ganzen Fantasy-Charaktere in dem Wald haben mir wirklich gut gefallen. Dann auch die Geschichte rund um Matt. Ja, also die, ja, ich weiß es nicht. Es ist schon okay. Was ich dann wieder gar nicht gut fand, ist zum Beispiel die Auflösung, wer dann der Antagonist ist, weil jeder, der dieses Buch liest, du weißt es sofort. Nur die Charaktere nicht. Mal wieder. Und zwar ist es halt so, dass es stellt sich dann eben raus, dass Matt immer noch im Koma liegt, weil sein Bruder, der ihn eigentlich aufwecken sollte, halt während dieser Session verstorben ist. Und es wird halt auch aufgeklärt, was da passiert ist, dass der wieder zu Tode gekommen ist und wer dahinter steckt. Und hier, eigentlich ist dir als Leser sofort klar, wer denn dahinter steckt. Aber Kylie ist natürlich so dermaßen doof, dass sie dann wirklich einfach zu dieser Person hingeht und so, ja, ich habe da im Traumwald Matt kennengelernt und das und das ist passiert und wissen Sie da vielleicht Näheres drüber? Und ich bin da wieder so fast ausgerastet, weil ich dachte, wie blöd kann man denn sein, das einfach dann dahin zu gehen, alles auszupacken, was du weißt, obwohl eigentlich jedem klar sein sollte, dass der Böse ist. Du gehst einfach dahin, alleine, ohne wem Bescheid zu sagen, erzählst dem alles, was du weißt und bist dann ernsthaft noch überrascht, dass der auf dich losgeht. Und das fand ich halt wieder so schlecht gemacht, weil es halt so offensichtlich war und halt dann irgendwie so dumm und ja. Dann gibt es noch einen alten Chinesen und seine Zwillinge, die ihr helfen, indem sie sie zum Beispiel mit irgendwelchen so narkotischen Pilzen versorgen, dass sie länger in dieser Traumwelt bleiben kann. Die waren mir auch sehr sympathisch, haben mir gut gefallen. Auch die Möglichkeit, wie sie
die sie finden, mit Kylie zu kommunizieren, während sie im Traum ist und ihr auch von außen dann helfen können. Das hat mir wieder gut gefallen. Insgesamt fand ich aber auch dann am Schluss die Auflösung, dass ja, es war wieder zu... Die Idee an sich ist okay. Es ging mir dann aber irgendwie zu schnell. Es wurde nicht wirklich thematisiert. Es war irgendwie einfach plötzlich da und auch irgendwie dann zu unspektakulär. Und vor allem ist ja eigentlich Kylie die Heldin dieser Geschichte, aber sie ist am Ende nicht die, die das ganze Problem löst, sondern es sind die. Und sie weiß ja nicht mal was davon. Das ist nicht mal ihre Idee. Und das fand ich dann wieder ein bisschen schade, dass im Grunde am Ende die Geschichte sich einfach in Luft auflöst, ohne dass sie was dazu beigetragen hat. Und ja, das fand ich irgendwie alles, hat mich nicht so überzeugt. Und insgesamt denke ich, dass man diesem Buch erstens mal viel mehr Zeit und auch Seiten hätte geben müssen. Man hätte das noch mehrfach sehr gründlich überarbeiten müssen. Man hat sich für alles viel mehr Zeit nehmen müssen, dem Ganzen auch viel mehr Tiefe geben. Zum Beispiel finde ich auch, dass in diesem ganzen Wald außer Matt und ihr niemand ist, der im Koma liegt. Also da sind keine anderen Leute. Und selbst wenn dieser Oberböse die ganzen Reihenseelen von Kindern und so weiter schon gesammelt hätte, es müssen ja immer noch andere Erwachsene da sein. Die meisten, oder ich weiß nicht, ob die meisten Leute, die im Koma liegen, erwachsen sind, aber ich denke schon. Da müssten noch viel mehr Leute unterwegs sein, aber da ist niemand. Und das ist halt auch sowas. Naja. Ja, jedenfalls, ich weiß, ich habe über dieses, also ich mache diese Rezension auch gar nicht, um das Buch schlecht zu machen, sondern weil ich tatsächlich den Ansatz gut fand und ich einfach meine Meinung dazu lassen wollte, was man an diesem Buch hätte besser machen können oder was ihm gefehlt hat. Ja, ich denke, wenn man dem Ganzen noch mehr Zeit gegeben hätte, auch bevor man es veröffentlicht, und dann hätte man da vielleicht noch eine richtig gute Geschichte sogar draus machen können, wenn man das einfach mehrfach sehr, sehr gründlich überarbeitet hätte. Also man kann das gut nehmen als Ausgangsprodukt, um dann mit sehr viel Arbeit und Zeit eine richtig gute Geschichte daraus zu machen und das quasi alles, was hier drin ist, als Ansatz zu nehmen, um das richtig aufzubauen. Dann wäre es ein gutes Buch gewesen. Und ja, es tut mir halt leid irgendwie, dass es nicht so gut geworden ist. Und es liest sich halt, wenn ich nur den Text lesen würde und nicht wüsste, woher er stammt, würde ich nicht vermuten, dass das ein Verlagsbuch ist. Und ja, ich habe dieses Buch übrigens auch geschenkt bekommen von dem Verlag, weil ich da mal, ich habe da nicht, weil ich hier YouTube und so, sondern ich habe da ganz normal was bestellt und da gab es dann ein paar Probleme, dass ich sehr, sehr lange auf diese Bestellung warten musste. Das kann auch mal passieren, ist auch kein Problem. Und ich hatte dann als Dankeschön halt dieses Buch dabei, zur Entschädigung quasi. Und wenn man... ich finde das übrigens sehr, sehr nett. Also lieben Dank an der Stelle, falls das... Ich glaube nicht, dass das jemand sieht vom Verlag, aber falls, dann vielen Dank. Weil dieses Buch tatsächlich auch auf meiner Wunschliste stand, weil ich das nämlich auch so interessant fand und auch ansprechend vom Cover her und vom Titel her. Ja, jedenfalls, wenn ein Verlag ein Buch dann einfach so verschenkt, sagt mir das ja, dass es sich vielleicht auch nicht so gut verkauft hat. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Ja, jedenfalls hat es mir sehr, sehr leid getan für dieses Buch. Und ich meine jetzt nicht so arrogant von oben herab leid, sondern nach dem Motto, ach, das tut mir aber leid, dass du das nicht besser hingekriegt hast. Das meine ich auf gar keinen Fall. Weil mir, wie gesagt, auch die Idee super gut gefallen hat. Und halt ein paar, die Sachen, die ich aufgezählt habe, die mir an dem Buch gefallen haben, die sind auch gut, die haben mir gefallen. Sondern es tut mir wirklich von Herzen leid für dieses Buch, dass es in diesem Zustand schon erschienen ist. Weil das halt meiner Ansicht nach mehr ein Rohzustand ist. Und ich hätte es diesem Buch sehr, sehr gewünscht, dass man ihm viel mehr Zeit gegeben hätte, weil die Geschichte und die Idee hätten es verdient gehabt, dass da richtig was rausgeholt wird. Und ich weiß nicht. Ja, es ist halt irgendwie schade drum. Und ja, viel mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil ich glaube, dann wiederhole ich mich. Und ja, ich glaube, ich habe zu diesem Buch gesagt, was mir dazu eingefallen ist. Vielleicht habt ihr es jetzt sogar gelesen, dann sagt mir super gern eure Meinung dazu. Ja, und dann würde ich sagen, wir schalten jetzt ab und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem anderen Video. Und dann, ja, bis bald, meine Lieben. Viel Spaß, was auch immer ihr jetzt vorhabt. Und dann sehen wir uns demnächst. Tschüss!